Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Heavy Trader Freunde, hier von unserem Trader Floor in Frankfurt. Neues Glück, neuer Monat, 1. April. Alles, was man sich wünschen kann, sozusagen, nämlich alles auf Null gestellt, was zumindest die Monats-Performances angeht. Und deshalb ist es auch so, dass wir sehen, dass im DAX heute eine gewisse Stabilisierung stattfindet. Allerdings, und das ist auch unser Thema des Team Trade des Tages heute, wie wird sich der DAX weiterentwickeln? Was steht für den April zu erwarten? Das allerdings ist darauf zu münzen, dass wir uns natürlich angeschaut haben, wie ist der DAX aus dem Februar rausgegangen und wie ist er aus dem März rausgegangen. Sehr volatil war er natürlich und der Höchstkurs lag ja am Dienstag bei 14.925 Punkten, etwas, was am 7. März beim Tagestiefstand von 12.438 Punkten wahrscheinlich kaum einer für möglich gehalten hat. Aber auf Monatssicht ist der DAX tatsächlich noch mit 47 Punkten minus rausgegangen. Es war also ein hartes Rennen zwischen Bullen und Bären, was im Ende möglicherweise die Bären gewonnen haben könnten. Was wird sich denn an diesem Freitag noch als interessante Indikation für den DAX erweisen? Vor allem die Arbeitsmarktdaten heute Nachmittag um 14.30 Uhr werden sicherlich ein bisschen Bewegung reinbringen. Und man darf sich halt auch nicht so sehr täuschen lassen vom Monatsauftakt. Ich hatte es anfangs gesagt, Liquiditätszuflüsse, ja. Aber normalerweise stützen den DAX ein bisschen stärker. Das heißt, die Aufwärtsbewegung ist dann etwas deutlicher. Das sehen wir momentan nicht. Wir sehen eher einen DAX, der so ein bisschen seitwärts läuft, auf dem erniedrigten Niveau von gestern. Ein bisschen zugelegt hat er natürlich zu den Auswirkungen von gestern, also war ja schon unter 14.400 Punkte, jetzt ist er wieder drüber. Aber wie gesagt, es kann etwas täuschen, dieser Monatseinstieg. Die Wahrheit werden wir erst dann nächste Woche sehen, wenn eben diese Sondersituation mit den Liquiditätszuflüssen auch zum Beginn des Quartals dann wieder wegfallen und wir dann etwas mehr Klarheit bekommen. Schauen wir mal in die Charts rein. Wir haben zunächst mal hier den VDAX, der die Schwankungsbreite des DAX über die nächsten 30 Tage in Prozent abbildet. Der ist hier vom Hoch bei 48%, das war eben beim Tief des DAX am 7. März, gefallen mittlerweile bis knapp unter 30%. Das Tief lag bei 27%. Was man aber auch sehr gut sehen kann, ist, dass diese gesamte Aufwärtsbewegung, die ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, im Januar angefangen hat bei 17%, bisher nicht richtig nach unten abkonsolidiert worden ist. Und Stände bei einem VDAX von zwischen 16 und 20%, was wir hier sehen, ist auch der normale Stand. Alles, was da drüber liegt, vor allem Stände über 25%, deuten darauf hin, dass der Markt noch in einer gewissen Nervosität, in einer Angespanntheit ist, die durchaus auch mit nochmaligen Kursrücksetzern einhergehen kann. Und deshalb noch einmal der Blick auf den DAX. Natürlich, wie sieht der heute aus? Hier sehen wir das sehr schön, diese V-Formation im DAX. Und auch das Erreichen dieser Marke von 14.925 Punkte mit der Kehrtwende dann in den letzten zwei Märztagen, wie man sieht, mit dem Tief, was wir dann gestern bei 14.339 Punkten gesehen haben und der heutigen Erholung. Ja, also wir sind natürlich soweit für die Charts beim DAX also nicht ganz so optimistisch eingestellt, erwarten eigentlich, dass nach dieser ersten Erholungsrallye möglicherweise hier nochmal ein zweites Standbein in den Markt kommt, also nochmal Schwäche in den Markt kommt. Wir haben uns da auch ein Produkt rausgesucht, wie wir das dann auch hier bei Heavy Traders umsetzen wollen, diese Markteinschätzung, nämlich mit der WKN MD233R. Das ist ein Turbo DAX Put und der Hebel ist bei 22,82, die Knockout-Schwelle bei 15.033,60. Wir laden euch ein, heute Nachmittag um 14.15 Uhr nochmal genauer hinzuschauen, wenn wir uns den DAX nochmal vornehmen mit den möglichen Kurszielen nach unten in dieser zweiten Korrekturphase, wie wir es dann erwarten, wie es dann weitergeht, was wir dann auch erwarten von natürlich unserem möglichen Entwicklung bei dem DAX Put und hoffen, dass ihr natürlich dann dabei seid. Registriert euch unter heavytraders.live, 14.50 Uhr Team Trade des Tages und wir freuen uns, wenn ihr dann dabei seid. Also bis dann.